Soll ich als Privatperson in Spanien ein Haus kaufen oder doch lieber über eine Gesellschaft? Diese Frage bekomme ich häufiger gestellt, weshalb ich in diesem Video einmal die Vor- und Nachteile von dem ein oder anderen Weg erläutern möchte. Sei gespannt. Also, es geht um die Frage, kaufst du eine Spanienimmobilie als Privatperson oder über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Kurz zur Erläuterung, eine spanische GmbH heißt Sociedad Limitada, abgekürzt S.L. Wenn du die Immobilie selbst nutzen möchtest, solltest du meiner Meinung nach als Privatperson kaufen. Das gleiche gilt auch, wenn es deine erste Spanienimmobilie ist, die du kaufst, um sie zu vermieten und damit Mieteinnahmen zu generieren. Auch in so einem Fall bin ich der Meinung, dass sich eine Gesellschaft eben nicht lohnt, sondern es eben als Privatperson gemacht werden sollte. Denn Grund dafür sind, dass die Kosten, die für die Gründung entstehen, für die Buchhaltung, die Bilanzierung, den Steuerberater, gegebenenfalls irgendwelche Beiträge, die du für den Geschäftsführer leisten musst, diese Kosten sind eben hoch und können meist nicht durch die Mieteinnahmen gedeckt werden, sodass am Schluss letztendlich kaum etwas von diesen Mieteinnahmen übrig bleibt und da natürlich auch wieder das Ziel verfehlt wäre, ne, mit der du die Immobilie gekauft hast. Daher natürlich die Frage, ja, wann lohnt es sich denn überhaupt, mit einer Gesellschaft zu kaufen? Meiner Meinung nach erst, wenn du mehrere Wohnungen oder Häuser hast, mit denen du Mieteinnahmen und positiven Cashflow generierst, weil dann eben die Kosten für Steuerberater, Buchhaltung etc., die ich eben aufgelistet habe, nicht die ganzen Einnahmen auffressen. Oder eine andere Fallkonstellation wäre, wo es sich lohnen könnte, mit einer SL das Ganze abzuwickeln, wäre, wenn du ein Fix- und Flip-Geschäft machst. Das bedeutet also, wenn du renovierungsbedürftige oder Häuser oder Häuser kaufst, die eben ein bisschen aufgehübscht werden müssen, diese dann renovierst und dann für mehr Geld eben wieder verkaufst. Das wäre so ein klassisches Fix- und Flip-Geschäft, dass innerhalb eines kurzen Zeitraums würdest du die Immobilie kaufen, renovieren, hübsch machen und dann wieder für einen höheren Preis verkaufen. Denn in diesem Fall könntest du dann einen Vorsteuerabzug nutzen, was natürlich gerade bei Renovierungen interessant ist, weil da ja viele Handwerkerrechnungen anfallen, bei denen eben gerade die Umsatzsteuer ausgewiesen ist, ne? Dann eine weitere Frage, die auch in dem Zusammenhang immer gestellt wird. Ja, welche Steuern fallen denn jetzt an bei Kauf als Privatperson, bei Kauf als Gesellschaft? Beim Kauf als Privatperson hast du die Grunderwerbsteuer bei Gebrauchtimmobilien, je nach Region zwischen 8 und 10%. Dann musst du natürlich die Mehrwertsteuer auf die Rechnung bezahlen und später deine Mieteinnahmen über deine spanische Einkommensteuer und deutsche Einkommensteuer erklären, diese EDPF. Bei einer Gesellschaft fällt auch die Grunderwerbsteuer an, zwischen 8 und 10% genau das gleiche. Du hast dann auch die Körperschaftssteuer, die IS, und die gerade am Anfang 15% beträgt bei den ersten Jahren und aber dann gesteigert wird auf 25%. Und dann hast du natürlich noch fixe monatliche Kosten für, wie schon gesagt, Steuerberater, Buchhaltung, Bilanzierung, gegebenenfalls natürlich Geschäftsführergehalt, wenn du einen hast, und dann auch die sozialversicherungspflichtigen Beiträge, die du an den abführen müsst für ihn etc. Genau, also es sind Dinge, die man im Hinterkopf behalten muss, wenn man sich überlegt, ob als Privatperson gekauft wird oder eben im Rahmen oder in Form von einer SL. Ich lade dich ein, noch die Beschreibung von dem Video dir anzugucken. Da habe ich nämlich ein kleines Geschenk für dich, und zwar einen Rabattcode für einen kostenlosen Zugang zu meiner Schnellstartanleitung Immobilienkauf in Spanien.